Ja, und bei uns ist inzwischen eingetroffen, wie zu Beginn der Sendung angekündigt, Claudia Kade, die Politikchefin der Welt. Auch an Sie herzlich willkommen. Verbunden gleich mit der ersten Frage. Wo sehen Sie denn die bundesweite Relevanz dieser Wahl? Naja, die Parteien CDU und SPD, die haben schon versucht, die bundesweite Relevanz runterzuspielen, weil sie natürlich erwarten, dass sie jeweils federn lassen müssen bei dieser Wahl. Man hat gemerkt, die haben das wirklich demonstriert. Also wir haben doch keine Grundrentenkompromiss erzielt vor der Thüringenwahl, obwohl zum Beispiel der CDU-Spitzenkandidat Moring das unbedingt angemahnt hatte. Sie haben sich Zeit gelassen, sie haben ein Klimapaket verabschiedet, was auf bundespolitischer Ebene erwartet wurde, wo aber auch tatsächlich SPD und CDU eigentlich keine Sympathien für gewinnen konnten. Da hatten sich entweder die Grünen dann profilieren können mit der Kritik an dem Paket oder die AfD mit der Kritik an dem Paket aus der anderen Richtung. Also CDU und SPD in Berlin haben sich eigentlich herzlich wenig um diese Thüringen-Wahl gekümmert. Auch tatsächlich in der Wahlkampfpräsenz. Bei der SPD konnte man feststellen, die haben sich wochenlang auf ihre Führungsspitzenfindung konzentriert mit ihren Regionalkonferenzen für einen neuen SPD-Parteivorsitz, an einem Duo. Auch das hat natürlich verhindert, dass es neue inhaltliche Impulse aus der Parteispitze der SPD gab. Also man hat eigentlich in Erwartung schlechter Ergebnisse auch bewusst sich so verhalten, dass man Thüringen am Rande hat stehen lassen. Professor Probst, jetzt ist ja die wahrscheinlichste Variante, dass sowohl SPD als auch CDU in Thüringen deutlich verlieren. Ist das ein weiterer Sargnagel für die Große Koalition? Ja, möglicherweise. Das hängt davon ab, wie dieses Wahlergebnis verarbeitet wird. Frau Kade hat ja schon darauf hingewiesen, man versucht, das Ganze etwas runterzuhängen, um ihm nicht die Bedeutung zu geben. Aber wir haben jetzt drei Landtagswahlen gehabt in Ostdeutschland, eine in Bremen. Und bei all diesen Wahlen ist es nicht so gut ausgegangen für die beiden Volksparteien. Bremen war die kleine Ausnahme für die CDU. Aber ansonsten geht es weiter bergab. Das heißt, die Volksparteien verlieren weiter an Unterstützung. Und das kann sie natürlich nicht kalt lassen, denn es geht ja um die Zukunft der Volksparteien überhaupt. Das heißt, wie regierungsfähig und wie zukunftsfähig sind sie überhaupt noch? Und insofern wird diese Wahl in jedem Fall auch eine Resonanz aus in Berlin haben. Wollen wir einen Satz verlieren über den Mitgliederentscheid der SPD? Die beiden Pärchen stehen jetzt fest. Scholz hat es gerade so in die Stichwahl geschafft. Sind Sie optimistisch oder nicht so optimistisch, dass am Ende die SPD sagt, ja, wir setzen die Koalition fort? Ist völlig offen und das ist natürlich auch schwierig für einen Wahlkämpfer Tiefensee in Thüringen, dass man überhaupt nicht weiß, nach dieser ersten Runde der Vorsitzendenwahl, wer macht denn nun eigentlich das Rennen? Scholz als mit seiner Partnerin als Befürworter der Fortsetzung der Großen Koalition oder eben das andere Paar mit Norbert Walter-Borjans als Vertreter des linken Parteiflügels? Es ist völlig offen. Es ist auch unklar, ob der Parteitag sozusagen dann dem Votum folgt, was die Koalition angeht. Natürlich würde der Parteitag kein anderes Duo wählen, aber ob man tatsächlich dann der inhaltlichen Ausrichtung dieser beiden Sieger dann folgt, ist die Frage. Ne? Die Fraktion hat ja schon gesagt im Bundestag, also wir sehen eigentlich keinen Anlass, diese Große Koalition zu verlassen. Und ich glaube auch, dass wenn man sie verlassen würde, dass dann diese Erosion, von der Herr Probst eben gerade sprach, noch doch durchaus weitergehen würde. Das würde man allen drei Koalitionsparteien anlasten. Und das ist natürlich auch kein Erfolgsrezept für die dann anstehenden Wahlen. Noch ein Wort zur CDU, Professor Probst. Wenn die CDU, wie zu erwarten, ist deutlich verliert, was bedeutet das denn für Annegret Kramp-Karrenbauer? Ja, ihre Position ist ja sowieso nicht die beste im Moment innerhalb der eigenen Partei. Es gab jetzt an ihrem Syrien-Vorstoß, an diesem Vorschlag, eine Sicherheitszone einzuführen, Kritik auch aus der eigenen Partei. Zunächst hat man sich da ein bisschen zurückgehalten. Herr Laschet, dem ja auch Ambitionen nachgesagt werden als möglicher Kanzlerkandidat der CDU bei der nächsten Bundestagswahl, hat das intern jetzt kritisiert. Der Koalitionspartner hatte sowieso kritisiert. Also die Gemengelage ist sehr, sehr schwierig, auch innerhalb der Union. Die Junge Union hat sogar gefordert, dass es eine Urabstimmung gibt, eine Urwahl über den nächsten Kanzlerkandidaten. Also die Position von Annegret Kramp-Karrenbauer ist alles andere als gefestigt innerhalb der Union.